schlecht, es war so laut. Ich habe so laut verfangen bei der Mitarbeit. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Vortrag jetzt. Dara Hellinger vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe über rechtliche Auswirkungen und Probleme von Neurodaten. Vielen Dank und wir freuen uns. Danke fürs Kommen. Und danke auch Georg für die Einladung. Ich finde nicht nur das Gebäude, sondern auch der Kunst auf dieser Seite vor allem sehr, sehr passend zu dem Thema. Und ich habe die drei Vorträge heute Morgen sehr, sehr interessant gefunden. Ich würde mich bei den Vortragenden auch herzlich bedanken. So, meine Präsentation dreht sich um Neurodaten und Neuroprivatheit, Datenschutz updated. Und was ich damit machen will, ist die Probleme, die die Sammlung von Neurodaten für das Datenschutzrecht stellen könnte. Ich heiße Dara Hellinger, ich arbeite bei Fraunhofer in Karlsruhe und die Arbeit ist im Rahmen des Forum-Privatheitsprojekts gemacht worden. Ich lade Sie alle gern, unsere Webseite zu besuchen. Da finden Sie eine Menge Informationen über Privatsphäre, Privatheit und die Zukunft von der Privatsphäre in Bezug auf neue Technologien und gesellschaftliche Entwicklungen. So, die Präsentation ist in ungefähr vier geteilt. Das erste Teil dreht sich um die Verarbeitung von Neurodaten. Das ist die Zusammenfassung von dem State of the Art. Das zweite Teil dreht sich um, wie das Datenschutz funktioniert. Das dritte Teil dreht sich um, was an Neurodaten so besonders ist im Vergleich zu der Vorstellung von Daten, auf der das bisherige Recht aufgebaut worden ist. Und das vierte Teil dreht sich um Neurodaten und die Probleme, die Neurodaten für das Datenschutzrecht stellt. Und es gibt auch zwei Ebenen von Problemen. Es gibt technische Probleme und auch grundsätzliche Probleme. Und wir kommen aber später zu denen zurück. Die Analyse dreht sich um künftige Möglichkeiten. Also meiner Meinung nach sind wir wirklich in der Verarbeitung von Neurodaten nicht so weit, dass diese Probleme im Moment schlechte gesellschaftliche Wirkungen haben. Allerdings, wenn wir nichts anderes über Technologie in den letzten 20, 30 Jahren gelernt haben, ist es, dass die unmöglich schnell zu möglich wird. Und wie ihr alle dann heute gehört habt, ist die Entwicklung in der Verarbeitung von Neurodaten irgendwie sehr schnell und sehr unvorhersehbar. Was ist dann der Wert von Neurodaten? Also die Wissenschaft versucht, das Hirn als System, oder genauer als Reihe von Systemen zu verstehen. Und in diesen Systemen gibt es verschiedene Flüsse durch das Hirn, also Hirnströme, elektrische, Blut und so weiter und so fort. Und diese verschiedenen Hirnströme haben verschiedene Bedeutungen in Bezug auf Fakten, biografische Fakten über das Individuum. So zum Beispiel, Hirnstrom A besteht, das bedeutet dann, dass Zustand B erreicht worden ist und das bedeutet, dass ich eine schlechte Laune habe. Die Aufnahme von diesen Hirnströmen können dann interpretiert werden, um verschiedene Fakten über das Individuum zu lernen. So zum Beispiel, es ist möglich, durch das Interpretation von Hirnströmen etwas über Krankheiten, Hirnkrankheiten zu lernen, etwas über Stimmungen zu lernen und auch, es ist auch möglich zu lernen, ob jemand die Wahrheit erzählt oder nicht. Und die Aufnahme von diesen Hirnströmen nennen wir Neurodaten. Und durch diese Neurodaten versprechen Neurowissenschaftler und Neurogeschäfte eine neue Art, den Mensch und das Individuum dadurch zu verstehen. Ob das Versprechen stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist das Versprechen. Wie sind diese Hirnströme dann gemessen? Also Sie haben schon heute ein paar Techniken gesehen. Ich werde dann noch ein paar erwähnen. Hier sind zwei Beispiele, obwohl es eigentlich mittlerweile 10, 20 verschiedene Methoden gibt. MRI,
Magnetic Resonance Imaging. Und dies versucht, die Blutströme im Hirn zu vermessen. Allerdings sind die Geräte sehr, sehr teuer, die sind sehr groß und der Proband muss da sein, wo die Maschine ist, um gemessen zu werden. Und das ist eigentlich sehr ungünstig. EEG, Electroencephalogramm. Und dies versucht, die elektrischen Impulsen des Hirns zu vermessen. Diese Methode ist zumindest im Vergleich zu MRI relativ billig, es ist tragbar und es kann eine höhere Informationsqualität liefern. Letztendlich dann als dritte Beispiel Eros. Infrarotlicht wird ins Hirn gestrahlt und die Spiegelung wird gemessen, um die Änderungen im Hirngewebe zu sehen. Diese Methode ist aber sehr teuer und die Informationsqualität ist schlecht. Also alle Methoden haben ihre Vorteile und Nachteile und je nachdem werden die in bestimmten Kontexten benutzt. Die zwei, die wirklich am häufigsten benutzt sind, sind MRI und EEG. Wie sind dann diese Geräte, wie ist Neurodaten verwendet? Am Anfang war es hauptsächlich in der Medizin verwendet. Und mehr oder weniger, um Hirnkrankheiten zu diagnostizieren. Aber mittlerweile gibt es immer mehr Verwendungen. Es gibt zwei Sorten von Verwendungen. Verwendungen, die die Sammlung von Neurodaten als Hauptziel haben, zum Beispiel Neuromarketing. Die Geräte gehen auf, das Ziel ist Daten zu sammeln und dass die Daten später analysiert werden können. Es gibt kein anderes Ziel. Und es gibt auch Verwendungen, die Neurodaten sammeln, um etwas anderes zu ermöglichen. Zum Beispiel die Hirnschreibmaschine oder Computerspiele. Neurodaten wird gesammelt und benutzt, um etwas zu steuern. Aber das bedeutet nicht, dass das Neurodaten nicht zu anderen Zwecken benutzt werden könnte. Es gibt schon Neurodatengeräte auf dem Markt. Sie haben alle heute über Computerspiele, die vom Hirn gesteuert werden können, gehört. Es gibt auch Lügendetektor und anderes. Und es gibt immer mehr Forschung in dem Feld. So ein Forschungsfeld, was mir sehr, sehr interessiert, ist der Affective Computing. Es ist das Versuch, während des Nutzens eines Computers Neurodaten zu der Stimmung des Nutzers zu sammeln. Und damit kann man das Computer an die Stimmung des Nutzers anpassen. Ich kann mir das überhaupt nicht in der Tat vorstellen, aber es gibt viel Forschungsgeld, das da reinfließt. Also was ist dann genau das Problem? Na, einerseits muss man sagen, das ist eine super Entwicklung. Hirnkontrolle, ich habe wirklich einen Mangel an Worte hier, das ist nichts außer cool. Ja, das ist, kommt direkt von Sci-Fi, das ist ein Kindheitstraum von vielen. Hirnkontrolle, cool. Es ermöglicht auch andere Dinge, die wir auch gut als Gesellschaft finden, so bessere medizinische Versorgung. Wer würde dann sagen, dass die Vermessung von Neurodaten die bessere Hirnkrankheit diagnostizieren ermöglicht, schlecht wird. Aber in der heutigen Gesellschaft sind Daten Gold wert. Die werden benutzt, um etwas über das Individuum zu lernen, um das Individuum zu kontrollieren, und zu verurteilen und letztendlich dadurch zu kontrollieren. Ich hätte profilieren anstatt kontrollieren in dem Satz gesagt. So, wenn die Entwicklung dann mit Neurodaten und Neurodatengeräte weitergeht, dann wird es die Möglichkeit geben, Neurodaten im Lauf des Alltags zu sammeln. Und wenn Neurodaten etwas über uns sagen können, warum würden die dann anders als alle anderen Datenformen benutzt werden. Neuromarketingfirmen zum Beispiel, die versprechen schon ihrer Kunden a window into the mind of the consumer. Ja, nochmal, ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist das Versprechen, das ist das Ziel. Und die sind schon auf dem Weg. Und dann, wir müssen uns dann die Frage stellen, würden wir gerne in einer Welt, in der Firmen oder sogar Regierungen Zugriff auf unsere Hirnströme hätten. Also ich weiß schon, Apple, Google, Microsoft, sobald die einen Nutzen für Hirnströme finden, würden sie Zugriff drauf haben.
würden Sie gerne Zugriff drauf haben. So, im Prinzip haben wir Rechte, die uns gegen die dunkleren Szenarien schützen sollen, die die Interessen von den Individuen schützen sollen. Und Datenschutzrecht ist das Recht, das die Rechte des Individuums in der Verarbeitung von Neurodaten schützen soll. Datenschutzrecht beschreibt eine Reihe von Regeln, die gefolgt werden müssen, um personenbezogene Daten, und Neurodaten können als personenbezogen betrachtet werden. Nicht alle Formen, aber das ist wirklich eine andere Debatte. Es beschreibt die Regeln, die gefolgt werden müssen, um personenbezogene Daten legitim zu verarbeiten. So. Es sagt zum Beispiel, dass das Individuum einige Rechte in Bezug auf seine Daten hat. Das Recht, vergessen zu werden, haben Sie bestimmt neulich alle davon gehört. Es sagt auch, dass Daten nur mit bestimmten Begründungen verarbeitet werden dürfen. Zum Beispiel mit der Einwilligung des Individuums. Es sollte auch gesagt werden, dass Einwilligung nicht die einzige Begründung ist. Und Daten kann offen, also personenbezogene Daten können offen, ganz ohne Einwilligung verarbeitet werden. Und drittens, Datenschutzrecht sagt, dass Daten immer nach bestimmten Prinzipien verarbeitet werden müssen. So zum Beispiel, dass Daten genau und aktuell gehalten werden müssen. Oder dass nur die gebrauchten Daten gesammelt werden müssen. Aber Recht erscheint immer aus Kontext. Ja, es muss immer eine Vorstellung von dem Stoff des Rechts geben, um ein Gesetz zu entwerfen. Ja, zum Beispiel Verkehrsrecht dreht sich um eine bestimmte Vorstellung von was ein Auto ist, wie es mit Menschen, wie es mit anderen Autos interagiert, welche Eigenschaften ein Auto hat. Kann es fliegen? Nein, okay, dann müssen wir nicht Fliegen regulieren. Kann es mit 2000 GmbH fahren? Nein, also dann müssen wir ganz anders regulieren. Als Grundstein für das Datenschutzrecht gab es eine bestimmte Vorstellung von Daten und ihre Eigenschaften. Und kurz zusammengefasst, diese Vorstellung von Daten drehte sich um einfaches kommunikatives Wissen. Ja, mehr oder weniger simple gesellschaftliche Fakten. Mein Name, meine Schuhgröße. Damals, also in den 1970er, hatten wir nicht die Fähigkeiten, mehr aus den Daten zu machen. Wir können die speichern, die benutzen, aber es gab kein Big Data oder Data Mining oder Genomsequenzierung und so weiter damals. Aber Neurodaten haben vielleicht andere Eigenschaften. Zum Beispiel, manche Formen von Neurodaten können ganz einzigartig sein. Es wäre dann nicht möglich, ihre Verbindung mit dem Individuum zu trennen. Also wenn jemand meine Schuhgröße hätte, ohne meinen Namen daneben, könnte eigentlich diese Schuhgröße jedem gehören. Das ist nicht möglich mit einzigartigen Daten. Genauso wie bei den Gendaten. Neurodaten können auch neuartige Informationen über das Individuum verraten. So zum Beispiel Informationen zu Verhalten, Informationen zu zukünftigen Verhalten, zu Stimmungen und sogar zu Gedanken. Und wenn man sagt, okay, solche Informationen kann man anders herausfinden, das ist bestimmt die Wahrheit, dass Neurodaten ermöglichen, einen neuen Weg, das Individuum zu betrachten. Gleich durch die Hirnströme, anstatt durch Beobachten oder durch Kommunikation. Und drittens, Neurodaten in Rohform ist immer noch kein Wissen. Um Wissen daraus zu generieren, müssen die Rohdaten interpretiert werden. Ja, und je nachdem, wie die Daten interpretiert worden sind, kann verschiedenes Wissen generiert werden. So zum Beispiel in einem Krankenhaus, wenn Sie einen Datenzugriff auf einen Neurodatensatz hätten, könnten Sie etwas vielleicht zu meinen Hirnkrankheiten sagen. Aber wenn Google das gleiche Zugriff hätte, würden Sie das zu Marketingzwecken benutzen. Und die Information, die letztendlich rauskommen würde, würde ganz anders sein. Dies führt eigentlich zu technischen Problemen mit dem Recht. Wie gesagt, Datenschutzrecht ist auf einer bestimmten Vorstellung von Daten aufgebaut. Und davon entstehen die Definitionen, die Begriffe,
auf denen das Recht aufgebaut worden ist. Was bedeutet personenbezogene Daten? Was bedeutet Anonymität? Und es gibt eine ganze Reihe von Definitionen, die sehr, sehr wichtig fürs Recht sind. Und davon entstehen auch die Ideen zu, wie Daten reguliert werden sollen, um bestimmte Regulationsziele zu erreichen. Zum Beispiel die erwähnte Regel. Die entstehen alle von diesem Grundkonzept von Daten. Aber dann, wenn Neurodaten andere Eigenschaften haben, werden diese Regeln funktionieren? Und wenn nicht, dann das bedeutet, dass das Recht nicht den gleichen Schutz anbietet, wie es anbieten sollte. So ein Beispiel dafür. Ein Beispiel von, wie die Definitionen und Regeln im Datenschutzrecht vielleicht nicht anwendbar in Bezug auf Neurodaten sein können. Ich habe schon gesagt, ein Prinzip lautet, dass Daten immer genau und aktuell gehalten werden müssen. Aber wie können Neurodaten, die Informationen, die abgeleitet worden sind, genau sein, wenn die Interpretationsmuster, die gebraucht sind, um solche Informationen zu generieren, selbst nicht genau sind, wenn der Stand des Wissens nicht perfekt ist? Was bedeutet dann genau in diesem Kontext? Und wie können Neurodaten aktuell gehalten werden, wenn Hirnströme auf Kontext abhängig sind? Ich sitze in einem MRI 20 Minuten in der Ruhe, dann sind meine Hirnströme ganz anders, als die auf der Straße sein würden. Was bedeutet dann aktuell? Und man kann jede Regel betrachten. Und es gibt viele Beispiele für wie das Datenschutzrecht und die Regeln darin nicht wirklich in Bezug auf Neurodaten funktionieren. Aber diese technischen Probleme, die brauchen Interpretation. Es kann sein, dass manche Regeln nicht funktionieren oder dass manche Regeln angepasst werden müssen. Aber die sind normalerweise lösbar. Die müssen betrachtet werden, die sind Probleme, aber die sind lösbar. Aber es gibt auch grundsätzliche Probleme. Das Ziel des Datenschutzrechts ist, ein Verfahren anzubieten, in dem die verschiedenen Interessen in Datenverarbeitung gegeneinander abgewogen werden können. Auf der einen Seite die Rechte des Individuums, das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die Grundrechte, die im Grundgesetz stehen oder aus dem Grundgesetz von der Bundesverfassungsgericht abgelesen worden sind. Auf der anderen Seite aber die Interessen von Drittparteien, in der Verarbeitung von der personenbezogenen Daten von anderen. Weil die heutige Gesellschaft würde mehr oder weniger nicht ohne die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten, ohne Einwilligung funktionieren. So, laut Datenschutzrecht können alle Formen von Daten im Prinzip auch ohne Einwilligung verarbeitet werden. Und das bedeutet, dass das Datenschutzrecht die Interessen von Drittparteien in Bezug auf jede Form von personenbezogenen Daten erkennt, obwohl diese Interessen nicht immer gewinnen werden. Durch das Abwägen, manchmal sind meine Interessen als Individuum wichtiger, manchmal nicht. Also ich habe versucht, irgendwie aus deutscher, europäischer Kontext zu gehen. Das ist ein allgemeines Verständnis von Datenschutzrecht. Es gibt verschiedene juristische Verständnisse von was Datenschutzrecht eigentlich machen will, aber die sagen alle, ja, das ermöglicht einerseits die Verarbeitung von Daten, andererseits Schutz des Individuums. Also das ist in Artikel 1 des Bundesdatenschutzgesetzes, Artikel 1 von Datenschutzrichtlinien auf europäischer Ebene, in jedem Datenschutzrecht in Europa eigentlich. Außerhalb von Europa funktioniert das alles ganz anders. In Amerika zum Beispiel ist Ihr System ist total anders. Ich wollte was anderes sagen, aber einfach von vorne. Noch eine andere Frage geht. Ja. Und zwar wüsste ich gerne auch Menschen, die sozusagen unter das Strafgesetz fallen, dass davon betroffen sind, als Verurteilte, ob die das gleiche Recht auf ihre individuelle Freiheit haben, oder ob jetzt sagen wir mal Menschen, die im Knast sind oder im Fußfessel haben, die noch verurteilt sind, sozusagen weniger Datenfreiheit, Verfügung über ihre Daten? Es kommt auf welche Daten Sie meinen an. Im Prinzip schon. Also wenn man sozusagen
sozusagen Flussfesseln anhat, dann darf man nicht völlig unbegrenzte informationelle Selbstbestimmung haben. Ansonsten würde ich einfach sagen, Sie dürfen dann meine Daten zu den Flussfesseln. Ich meine, das wäre so die Neurodaten. Ja. Also Entschuldigung, ich habe es nicht genau artikuliert. Also. Ja. Also können Sie die Frage wiederholen? Also ich habe es nicht in Bezug auf Neurodaten komplett verstanden. Ja, ob es sozusagen schon, ob es rechtlich, ob rechtliche Unterschiede gemacht werden beim Zugriff auf Neurodaten mittels der von Ihnen jetzt beschriebenen technologischen Apparate und Möglichkeiten auf Menschen, die verurteilt worden sind. Also wenn man das zum Beispiel im Knast ist, kann es sein, dass dort Hirnströme gemessen werden. Weil Neurodaten im Moment fast überhaupt nicht gesammelt worden sind, gibt es keine Antwort zu der Frage. Die Frage könnte wirklich demnächst vorm Gericht auftauchen. Allerdings würden wir die Technik brauchen, die sowas in Frage ermöglichen würde. Oder so, dass das Problem irgendwie verursachen könnte. Es gibt im Moment keinen Konflikt zwischen den Interessen durch Neurodaten, aber kommt von nicht. Also, zurück zu den Folien. Es gibt auch eine andere Form von Problem, grundsätzliche Probleme. Im Recht gibt es diese Idee des Forum Internums. Das ist auch oft als Gedankenfreiheit bezeichnet. Und dies beschreibt eine innere Welt eines Individuums. Das Forum Internum ist nach Theorie absolut geschützt. Es ist eine absolute Privatsphäre, wo keine anderen Interessen eine Rolle spielen. Und was beinhaltet dann das Forum Internum? Wo fängt es an, wo hört es auf? Und ich mag diesen Zitat sehr, sehr gerne dazu. Ich vermute, dass Rechtsgelehrte und Gerichte nicht übermäßig ambitioniert sind, sich mit diesen Fragen zu befassen und sich lieber an den Glauben klammern, dass die Freiheit der Gedanken nicht nur juristisch, sondern tatsächlich unantastbar ist, da Gedanken und der Geist jenseits der Reichweite von Interventionen sind. Und was er damit sagen will, ist, dass wir keine Ahnung haben. Ja, das war zu schwierig für das Recht, das zu definieren, also es hat es einfach weggelassen. Es blieb als theoretisches Prinzip, was nützlich für das Aufbau von gesellschaftlichen Regeln ist, aber an sich etwas total theoretisch ist. Aber wir müssen dann sagen, wenn das Forum Internum etwas in der Realität beschreibt, dann ist der physiologische Referenzpunkt dafür wahrscheinlich das Hirn. Ja, in der Philosophie, in der Biologie und im Recht auch. Es gibt eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen Hirn und Gedanken und alles drumherum. Also Gedanken ist ein sehr schwieriges Wort, Stimmen, Lügen und so weiter. Und die Verarbeitung von Neurodaten könnte dann die Grenzen des Forum Internums wie nie zuvor berühren. Und das fordert uns wirklich heraus, also als Juristen, aber auch als ganze Gesellschaft, diese Idee der absoluten Privatsphäre zu definieren. Ja, das hat eine Gültigkeit nicht nur in Bezug auf Neurodaten, aber auch in Bezug auf Gendaten oder Big Data oder Biometrie sogar. Und wenn wir finden, dass einige Formen von Neurodaten zu den Formen internen gehören, dann in Bezug auf diese Daten gelten nur die Interessen des Individuums. Es gibt keine anderen Interessen abzuwiegen. Und das bedeutet, dass das Datenschutzrecht, wie es heute aussieht, überhaupt nicht ausreichend ist. Wir bräuchten eine ganz andere juristische Formulierung, etwas ähnlicher als etwas, das viel näher als kriminelles Recht ist. Also, kurze Zusammenfassung. Die Verarbeitung von Neurodaten stellt ganz neue Fragen vor. Ist das Datenschutzrecht bereit? Es scheint, dass das Datenschutzrecht auf einer Vorstellung von Daten aufgebaut worden ist, die die Eigenschaften von Neurodaten nicht ganz entspricht. Und diese unangepasste Vorstellung verursacht zwei Formen von Problemen. Auf der einen Seite technische Probleme. Können die Definition und Regeln angewendet werden?
und auf der anderen Seite ein grundsätzliches Problem. Ist das Datenschutz ausreichend, wenn Neurodaten etwas über das Vor- und Lernen verraten können, wenn sie etwas über Gedanken verraten können? So, vielen Dank, ich freue mich auf jeden Kommentar, Beleidigung. Datenschutzrecht ist halt von Persönlichkeitsrecht in Deutschland abgeleitet worden. In anderen Ländern ist die theoretische Grundlage anders. Und in Frankreich ist es Typen, in England ist es, keine Ahnung, was es in England ist. Aber es versucht, die Persönlichkeit in Bezug auf die Verarbeitung und Kommunikation von Daten zu schützen. Aber das, ja, da hast du absolut recht. Irgendwann mal funktioniert das wieder nicht mehr. Daten haben ganz andere, wir können nicht alles Daten bezeichnen und ja, es gibt nicht ein Muster, der zu allem passt. Ja. Ich denke, man müsste einen neuen Begriff schaffen, denn es geht nicht um den Schutz von Daten. Das sind Dinge, die man gesammelt hat und die man irgendwo deponiert. Es geht ja um den Missbrauch an meine Person oder an die Menschen, indem man die neue Technik verwendet, um auf dem Markt erfolgreich zu sein oder wie in Amerika die Soldaten schon ferngesteuert auf den Weg bringen zu können. Und das ist mit dem Begriff Datenschutz nicht zu fassen. Ja, es kommt auf die Regulationsziele an und ein Problem ist, dass wir das immer noch nicht definiert haben. Ja, das ist eine politische Frage und wir müssen zuerst sagen, okay, was wollen wir und funktioniert dann das Datenschutz als Begriff immer wieder oder brauchen wir wirklich was Neues? Und ja, die politische Debatte hat immer noch nicht wirklich stattgefunden. Es muss irgendwann mal beginnen. Das Problem ist, es ist sehr schwierig, eine politische Debatte über einer sehr unbekannten und sehr unsicheren Zukunft zu haben. Und ich meine es in Bezug auf Neurodaten, wir wissen überhaupt nicht, ob das kommen wird. Ja, das ist eine klassische Frage von Über- und Unterregulation. Ja, wir haben die Debatte, obwohl das überhaupt nicht hier ist und fast nicht verwendet ist. Und wir haben nach Neurowissenschaft, es gibt sehr schwere Unterschiede zwischen wie die Zukunft von Neurodaten und Neurogeräten vorstellen. Manche sagen, ja, das wird alles in 5 Jahren möglich, andere sagen, ja, keineswegs, wir haben überhaupt keine Ahnung, keine Chance. Und ohne konkrete Folgen es ist sehr schwierig, eine echte politische Debatte zu haben. Es ist sehr schwierig, dann irgendwie die richtigen juristischen Begriffe rauszuziehen. Haben sogar keine Ahnung, was Gedanken sind. Was wäre, also wenn Sie einen Vorschlag haben für das Begriff, würde ich das gerne hören. Aber schon juristisch sehr schwierig. Nochmal eine Frage jetzt zu den Daten, die innerhalb wissenschaftlicher Untersuchungen oder auch innerhalb von medizinischen Untersuchungen gesammelt werden, zum Beispiel EEGs oder MRTs, also radiologische Untersuchungen. Inwiefern wissen wir, dass diese Daten nicht ausgewertet werden, weil eigentlich gibt es ja dann Interesse, doppeltes Interesse im Sinne der Gesundheitsforschung, der Medizin sollen die ausgewertet werden. Dann gibt es wieder diesen Konflikt von Persönlichkeitsschutzrechten. Und ich würde sagen, es gibt noch den dritten Fall, das zum Beispiel in der forensischen Psychiatrie, zum Beispiel in Gießen, hatte ich gelesen, werden Experimente mit Medikamenten an Leuten, die dort auch PGB einsetzen, versucht. Würde jetzt zum
diese drei Konflikte, wie würden die dann zusammenkommen und was geht jetzt eigentlich? Ist es zum Beispiel illegal, wenn man sagt, es gibt das Menschen, die werden untersucht und die haben keinen Zugriff mehr und können nicht sagen, wir wollen nicht, dass unsere Daten medizinisch verarbeitet werden? Also, die Gesellschaft besteht aus vielen, vielen, vielen Kontexten. Die Idee der Privatsphäre, wenn es beschrieben wird, es ist normalerweise, es hört an, als ob es zwei Sachen sind. Meine Sachen und die Gesellschaftssachen. Aber jeder Kontext hat seine eigenen Regeln und seine eigene Geschichte und die Akteure, die da spielen, sind ganz anders. Die Interaktion ist anders und das Ziel ist anders. Wenn man über die medizinische Forschung zum Beispiel spricht, dann ist es üblich, dass man nach Einwilligung fragt. Also es ist sehr, sehr selten, dass, und neulich eigentlich fast, es kommt überhaupt nicht vor, dass gegen die Wille des Probands die Daten oder dieses Stoff des Körpers benutzt wird. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn es nicht möglich wäre, nicht möglich zum Beispiel. Ja, gegen den Proband schon, aber der Patient, Also wenn die Daten von dem Patient zu medizinischen Forschungszwecken benutzt werden, dann ist der Patient ein Proband. Okay. Ja, aber es gibt wirklich Ausnahmen, also wenn es nicht möglich ist, nach Einwilligung zu fragen. Und dann gibt es eine Abwägung von, ob die Forschung legitim ist, welche Schutzmechanismen da sind, also sind die Daten anonymisiert oder nicht und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwie kleine, ganz winzig kleine Mechanismen, die Entscheidungen treffen. Ich muss auch gestehen, selbst nur läuft ja auch der Schutz des Individuums, der Privatsphäre, aber es geht ja teilweise eben auch darum, die Gesamtgesellschaft zu schützen. Und wenn man sich jetzt überlegt, es sind halt bestimmte Leute aus gutem Grund eingesperrt und es wäre vielleicht auch dann sinnvoll, bei bestimmten Leuten Daten zu haben, wenn sie wieder irgendwie explodieren oder dieses oder jenes gerade planen. Und es gibt ja jetzt zum Beispiel auch verschiedene Messgeräte, die Hormone und Transmitter im Blut schon eruieren kann durch diese Watches, die ja auch. Es wird eine ganz. Also diese ganze Debatte mit Quantified Self wird ganz spannend anzuschauen, weil die traditionellen Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Kontexten verschwimmen. Also wer ist Forscher, wer ist Proband, wer generiert Daten, wer nutzt Daten, die verschwimmen alle. Der die Daten dann durch sein Handband generiert, ist gleichzeitig Proband und Forscher, aber die Firma, die eigentlich das Gerät hergestellt hat, die sind Eigentümer. Die Debatten, also wir sind immer noch in den Frühphasen und das Verstehen von die Wirkung von Datenverarbeitung, die Möglichkeit von Datenverarbeitung in der Gesellschaft. Das Recht, wie es jetzt aussieht, es ist oft betrachtet, es wird oft gesprochen, als ob es etwas Ähnliches als kriminelles Recht ist. Ne? Normativ ist das falsch und der hat etwas falsch gemacht und der nicht und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist ganz anders. Das Recht versucht alles transparenter zu machen und dass wir besser verstehen können als Person, wer macht was mit meinen Daten und als Gesellschaft, was sind die Folgen, wer macht eigentlich was und was sind die Folgen und dass wir eigentlich die Debatte jetzt formulieren können. War das eine Antwort oder habe ich irgendwie auf einen anderen Zweig gefahren? Vielen Dank, Herr.